So, wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wir weitermachen. Eigentlich müssen wir jetzt noch ein bisschen Laub hier pflanzen und generell pflanzen und pflanzen. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wir brauchen ganz viel Pflanzen hier drin. Ja, erstmal machen wir hier unten fertig mit ein paar Pflanzen und Blumentöpfen vielleicht. Und dann machen wir hier oben weiter mit ein paar Pflanzen und Blumentöpfen. Yay. Wir brauchen Stuff, wir brauchen Zeug, Jungen. So Mädels und... Ah, geil. Wir brauchen einfach ganz viel Grün. Damit sich die Kräuter extra wunderbar wohlfühlt. Warum so ein Scheiß stehen wir doch? Ich allein. Wie es bei euch jetzt aussieht, weiß ich natürlich nicht, ob ihr die Begrünung halt auch so toll findet. Nee? Warum denn nicht? Also, das Maultier sagt nee. Das verstehe ich jetzt nicht. Und warum habe ich eigentlich den ganzen. Also, ich würde mal sagen, hauen wir den Holz. Ups, da Holz, bitte, da erstmal rein. Ju und Ju und Ju und. Ja. Du mich auch. Wobei ich eigentlich ziemlich dumm war, weil ich sowieso noch Holz brauche. Egal. Halt. Ah, wir haben die Tondinger auch noch hier. Das heißt, wir können eigentlich gleich noch ein paar 1, 2, 3 Blumenpötte machen. Brauchen wir sowieso. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1, 2 davon nochmal. Wunderbar. Haben wir eigentlich noch irgendwas in die Richtung Pflanzen hier drin, was ich mitnehmen kann? Wir haben Farren. Wir haben den Krarren. Das war's. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich nicht, nee. Ja, du hast ja recht. Ich tue hier auch noch ein bisschen Zeug rein hier. Die Buddel. Jo, bin zufrieden. Ich muss gleich neues Wasser holen. Okay. Dann holen wir mein neues Wasser und auf dem Weg dahin finden wir vielleicht noch die eine oder andere kleine Blume, die wir mitnehmen können. Ich wollte gerade ein Wassereimer nehmen und die runterspringen. Ja, ja. Hätte ich machen können, nur wäre da kein Wasser drin gewesen im Eimer. Ah, und danach wäre ich dann im Eimer gewesen. Genau so sieht's aus. Ja. Wenn ich so weitermache, dann passiert das viel schneller, als man gucken kann. Warst du schon die ganze Zeit da? Also, ich frage für einen Freund. Wo ist mein Schild? Da ist mein Schild. Einmal ran da. Aber. Wo ist der Rest von die Leute? Hallo? Hallihallo? Wo seid ihr denn? Einer da! Ich finde dich nicht so geil. Mann, da freut man sich schon mal wieder auf einen kleinen Kampf, den man wieder richtig schön verlieren hätte können. Und dann Jovet! Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, du. Naja, anyway. Na gut, da vorne hätten wir. Wobei. Notfalls geht, na, reichen mir auch die, der Löwenzahn. Dankeschön. Ach ja, am Bett können wir bei der Gelegenheit auch nochmal hier aufstellen. Wunderprächtig. Schön, schön, schön. Gut. Den Alkohol da lassen, das passt schon. Sonst noch irgendwas? Irgendwas an Pflanzen? Nee? Vielleicht nicht so. Na gut, hier im Schnee ja sowieso nicht. Wenn dann da drüben. Oder noch weiter weg. Aber ich habe jetzt ehrlich ja keine Lust mehr, noch weiter zu stiefeln. Und die Felswand wurde leider noch nicht weiter gebaut, weil, ja, keine Zeit. Bisher. Ja. Die braucht halt schon ein bisschen Zeit, ne? Beziehungsweise die, ja, braucht halt ein bisschen Zeit. Ist eine etwas größere Felswand. Aber hey. Ich hab sie nicht vergessen und sie wird auf jeden Fall noch weitergemacht. Nebenbei hin und wieder mal so ein bisschen. Nach dieser Aufnahme muss ich auf jeden Fall wieder woanders rein, leider, aua. In eine andere Welt, in ein anderes Spiel. Und auch wieder ein paar Sachen vorzubereiten und weiterzuführen. Ach, dann ich wollte noch Wasser holen. Oh Gott, egal. Hätte ich auch nicht so wichtig, jetzt probiert mich. Später vielleicht wieder. Ich hab hier doch einen Porzellan stehen. Wo ist denn der Rest davon hin? Ich ja nicht. Weiß es wirklich nicht. Aber warum weiß es nicht? Tobias. Wollen wir da mal ein bisschen Laub runter und ich würde mal sagen, komm, Veranda an die Veranda, Dankeschön. Und dann auch noch ein bisschen Laub. Ja.
Ah, es wird laubig. Habe ich mal gesagt, dass mich sowas immer ein bisschen buschig macht? So ein richtig geiles Laub? Geiles Laub aus deiner Umgebung, ganz genau. Nee, warte mal. Das wollte ich jetzt haben. Da wollte ich eine große Buschen jetzt hin. Und dann dich Laub. Ja. Das gleiche kann man hier jetzt natürlich nicht machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Schade, schade. Aber da können wir vielleicht ein Fähnchen hinsetzen. Ja, das passt. Das ist in Ordnung. Was ist mal wert? Man könnte hier vielleicht mal einen großen Topf hinstellen. Mit. Der Gerät und der Gerät. Einmal rein da und einmal den dran. Okay. Ja, es ist fein, es ist fein. Ich hätte jetzt aber trotzdem mal ganz gerne von dem Kram ein bisschen was zum Hirnpflanzen. Laub. Ich glaube, da oben würde noch ein Krug ganz gut aussehen. Dankeschön. Oben. Oder doch lieber hier unten? Ich glaube doch unten. Lieber unten. Ja. Sieht ein bisschen besser aus, muss ich gestehen. Wir hätten noch ein Barrel. Ein Fass hätten wir noch. Das Fass ist groß. Oh, hierfür aber, glaube ich, jetzt ja weniger. Oh, hier noch irgendwas in die Ecke. Und wir haben da unten schon was, dann ja, lass uns da ja mal frei. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Theoretisch, könnte man jetzt eigentlich das Schlafgemach basteln. Wir haben ein wunderbares, kleines, feines, grünes Bett hier. Wir haben zwar nicht viel Platz, aber wir brauchen schon... Ja, ehrlich, wir brauchen schon Platz, also ich bitte euch. Was ist immer mit dem Platz, du? Der platzt mir eher den Kragen, als dass ich Platz bräuchte. Und eigentlich, ich nicht. Vielleicht zwei Barrel zueinander stellen. Zack. Oh, ein bisschen als Schrank oder so, ihr wisst. Beziehungsweise generell als Verstaumöglichkeit. Ich glaube, ich hätte den Kopf noch ganz gerne unten. In der guten Stube. Na, zeig mal her. Haben wir noch irgendwo Platz für dich? Ich meine, hier mit drauf? Ja, könnte man. Da drauf kann man auch. Oder man jetzt einfach da oben mit hin. Na komm. Nicht da dran, meine Fresse. Ich hab's oben drauf, Junge. Da bist du drauf. Hallo? Genau. Ja, so wird auch ein Schuh draus. Wunderbar. Den Kurug, den brauchen wir hier, glaube ich, nicht unbedingt drin im Schlafgemach. Nee. I don't think so. Den können wir vielleicht da hinstellen. Jo, finde ich super. Vielleicht wieder ein bisschen Laub. Nee. Noch ein bisschen Laub und... Weiß nicht, da auch genau. Ja, doch. Und wie und wo und was? Ist doch gar kein Löwenzahn hingepflanzt, fällt mir gerade auf. Wir haben da unten jetzt eine Fahne hingesetzt. Ich könnte hier natürlich noch einen Pott mit einem Löwenzahn hinpflanzen. Wir brauchen sowieso bei Zeiten wieder ein bisschen Ton, das ist richtig. Weil Ton gehört ja bekanntlich zum guten Ton. Ja, ich hab mir auch gerade gedacht. Schlechte Wortwitze incoming. Na komm. Machen wir gleich alle. Danke. Und jetzt verlanzen wieder ein bisschen Holz hin. Holz vor die Hütte. Nein, ich brauche trotzdem ein bisschen Holz für anderen Stuff. Der kam schon mal da rein und der da und der da. Komm. Ich nehme mir jetzt einfach mal ein bisschen Vierte. Und Objektbank. Wunderbar. Ja. Ich will mehr davon. Nicht von den Werkbänken, sondern allgemein von der Einrichtung. Ich bin vielleicht eigentlich nicht unbedingt so der Typ, der gerne einrichtet oder viel einrichtet. Ich mache es in erster Linie, weil es halt wirklich gemacht werden muss. 1, 2, 3, weil Gebäude einfach nur bauen, ohne die einzurichten, fände ich persönlich mal so ein bisschen... Kann man machen, aber... Ja, man kann es auch genauso gut sein lassen. 1, 2, 3. So sehe ich das halt meistens. Ne? Man kann es machen.
Aber mein Fall ist es halt nicht. Aber das ist auch okay. Jeder hat halt eben seine eigenen Vorlieben. Okay. Den ziehen wir da so raus. Den so und den auch mal so. Sieht, denke ich mal, halbwegs brauchbar aus, oder? Könnte man sich hier vielleicht mal einen kleinen Blumentopf hinstellen? Mit einer Phalanze drauf. Natürlich fahren. Ich weiß, dass hier immer noch eine Löwenzahn in der Tasche ist. Stimmt. Die Löwenzahn in der Tasche. Der wollte ja noch hingesetzt werden. Komm, eingesetzt werden. Und. Jo. Ja. Wenn man sich ein bisschen vorgestellt hat. Genau. Genau so soll das sein, my friend. Wo wir gerade schon beim Vollstellen sind, kommt da auch nochmal ein kleiner großer Blumentopf hin. Ja, wobei, der muss jetzt nicht unbedingt blühen. Und ein Stiel, bitte. Ja, das ist ein schöner Stiel hier in dem Gebäude. Wir jetzt noch irgendwie einen Tisch oder sowas hinsetzen? Oder irgendwas Tisch-ähnliches? Tisch. Ja. Könnte man vielleicht machen. Scheiße, ich brauche jetzt wieder die Werkbank. Wo ist sie? Wo ist die Werkbank? Da haben wir sie. Nice. Die Türen. Dann hänge ich mir da eine rein und dann. Zwei, weil das geil ist. Hm. Tatsächlich weiß ich nicht, ob das wirklich so geil ist. Mal die beiden wieder weg. Will die andere auch haben, danke. Aber mal irgendwie dahinter vielleicht mal irgendwie irgendwelche Fässer oder sowas stellen, dann passt das auch. Nicht so absolute Not. Nun haben wir sogar heute ein bisschen mehr Staumöglichkeiten, das ist doch fein. Eins und zwei und drei und vier. Wunderbar. Fässer! Passt. Könnte man sich hier nochmal eine Falltür bitte dranstellen? Mhm. Dann vielleicht nochmal mit einem Blumentopf oder. Eigentlich wären ja Kerzen auch ganz geil, muss ich gestehen, da. Ja, vielleicht ein paar Kerzen. Und was wir dann allerdings noch nicht haben, ist ein Dingsbums. Richtig, wir haben noch keinen Dingsbums hier drin. Oh Gott. Ein. Ich komme gerade nicht drauf. Ich hole erstmal ein paar Kerzen. Vielleicht fällt es mir dabei ein. Ein Stuhl. Genau. Wir brauchen noch irgendwas in die Richtung Stuhlinski drinne. Na ja, gut, nur falls wir es eine Treppe. Aus Eiche. Eine Eicheltreppe. Okay. Ja. Tatsächlich würde ich sogar die Treppe so lassen, wie sie ist. Also ohne anderes Zeug noch mit dran. Hat es noch irgendwas? Ups, Entschuldigung. Ja, Stein. Was wollte ich jetzt eigentlich wiederholen? Och. Ja, ja, toll, das bringt mir aber nichts, wenn du weißt, was es ist und ich deine Sprache nicht verstehe, du. Wisst ihr das noch? Was ich da holen wollte? Scheiße. Kerzen, genau. Ich wollte ein bisschen Einrichtungsmaterial holen. Ein paar Schönerungen. Ja, wenn wir gleich mal unten im Dörfle sind, müssen wir auch noch eine Runde schlafen gehen. Wo gehen wir jetzt pennen? Wir haben ja genug Möglichkeiten. Die Dorfbewohner sind ja leider ausgeflogen. Alle. Ja, gut. Geh ich nochmal wieder rein in Cornelius von Speicher. Schlaf mal hier wieder eine Runde drin. Ihr kennt das ja. Da. Oh, sehr fein. Schön, schön. Genau so soll es sein. Na, gucken wir jetzt gleich mal fix, dass wir noch mal ein bisschen was kriegen. Naja, genau. Erstmal noch ein bisschen Wasser von hier, bitte. Danke. Und wieder hoch. Und dann hätte ich gleich noch mal eine kleine Kerze. Die wäre fein. Eine Kerze. Dann müssen wir da drin haben. Da hätten wir weiße Kerzen drin, ja. Da haben wir auch normale Kerzen drin. Ich glaube, ich würde jetzt ganz gerne weiße nehmen. Und zwar drei Stück davon. Oh, wir haben so noch Laternen. Warum habe ich so viele Laternen? Warum habe ich generell so viel Stuff hier drin? Da kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Wir haben so noch Lagerfeuer drin, einen Haufen Schädel. Das ist ja wild. Klar, Banner sowieso unglaublich viele. Na gut. Ich will da hoch.
Ein Feuerzeug brauchen wir auch noch. Hast du hier irgendwo ein Feuerzeug drin, mein Freund? Nehmen wir das so lange. Nee. Ach komm schon. Ich glaube, ich höre das hier. Das passt mir ein bisschen besser. Muss ich hier stehen? Das ist genauso alt und schäbig wie ich. Jo. Wunderbar. Wieder auf hoch. Hoch zum Magierturm. Zur Kräuterhexe, was auch immer das jetzt sein soll. Ihr wisst das schon. Ja gut, der Magierturm ist ja ursprünglich da gewesen. Danach kam man dann eben noch das andere. Kräuterhexige Gebäude. Let's go. Genau. Die Braustube. Ich meine eher die Kräuterstube. Genau. Ja. Du mich auch. Du mich auch. Okay, dann hauen wir nochmal rein. Die Kerzen. Mach doch mal zu das Ding. Okay, also. Einmal. Zweimal? Ein, zwei. Dankeschön. Ja, ich sollte vielleicht aufhören zu shiften dabei. So, bitteschön. Mal anzünden, die Hütte. Und dann kommt hier mal ein wunderbarer kleiner Schedul hin. Ja, es ist in Ordnung. I think so. Ah. Nicht viel Platz hier drin, aber ein bisschen. Wir haben nicht mal eine Truhe hier drin, sehe ich gerade. Ja gut. Truhen. Ja, bisschen überbewertet, was soll ich denn damit? Ja, vielleicht ein Banner oder ein Picture hier hinsetzen, so ein geiles Gemälde. Ja. Und rein theoretisch bräuchten wir noch einen Vorhang, wobei ich mir gerade denke, nee. Den kann man sich auch klemmen. Und ganz ehrlich, den hier unten auch. Die ist sowieso alles überwachsen und bewuchert. Da brauchen wir auch keinen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Dann haben wir diesen kleinen schnuckligen Bereich. Schalafen. Unten zum Brauen. Und hier. Ja. Was haben wir hier hin? Nein, hier müssen wir noch so eine Art Ofen oder sowas hier hinstellen. Ne? So eine kleine Wohnzimmer, wie auch immer, Ecke, oder?